Bei mir begrüße ich jetzt Thomas Dewald, den Geschäftsführer von Mundi Pharma, die das Produkt Sangenor vertreiben. Thomas, ihr unterstützt jetzt zum ersten Mal die Hobby-Tennis-Tour. Wie ist denn die Zusammenarbeit zustande gekommen? Also die ist so zustande gekommen, dass ich seit ungefähr 1,5 Jahren begeisterter Spieler auf der Hobby-Tennis-Tour bin. Und als Geschäftsführer von Mundi Pharma habe ich mir dann gedacht, es wäre eine gute Sache, die Tour mit Sangenor zu unterstützen. Was ist Sangenor genau und was bietet das den Tennisspielern? Sangenor ist ein hochdosiertes Aminosäure, also sprich Proteinpräparat, das, wie man vielleicht hinten auf diesem Poster sieht, in erster Linie mehr Leistung und Vitalität bringt, somit die Ausdauer fördert. Früher, manche Ältere oder Leute in meinem Kaliber können sich vielleicht noch daran erinnern, vom Alter her hat der Thomas Muster das auch beworben und somit ist da ein natürlicher Konnex mit Tennis vorhanden. Wie hat dir als Hauptsponsor dieses Turnier gefallen? Ich fand es toll, eine richtig schöne Party und persönlich muss ich sagen, ich habe gerade vor einer guten Stunde mit dem Adam Gutzel gespielt, der hat gegen den Gewinner, den Peter Klager, im Viertelfinale verloren und leckt sich immer noch die Wunden. Sorry, Adam. Was ist in Zukunft geplant? Wird es eine weitere Zusammenarbeit mit der Hobby-Tennis-Tour geben? Ja, also uns hat die Zusammenarbeit sehr gut gefallen und ich kann mir das absolut vorstellen, dass wir auch in weiterer Zukunft die Hobby-Tennis-Tour unterstützen werden. Gut, Thomas, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und verweise noch einmal auf alle Videos, die wir in dieser Woche gedreht haben. Alle Videos gibt es in unserem YouTube-Kanal. Dort haben wir auch das Interview mit dem Sieger Peter Klager und dem Finalisten Philipp Schneider.